Wir fangen jetzt an mit Two Point Campus. Ich habe ja früher Two Point Hospital von Anfang bis Ende durchgespielt. Ich glaube, wir haben jede Karte mit 3 Sterne gemacht damals. Ich denke mal, das System wird hier etwa ähnlich sein. Ich habe noch gar nicht gespielt. Weshalb ist jetzt bei mir einfach, ja, einfach drauf los, oder? Wer Two Point Hospital nicht kennt und Two Point Campus auch noch nie gehört hat, es geht darum, eine Universität diesmal zu gründen und zu leiten. Während bei Two Point Hospital man halt ein Krankenhaus geleitet hat und dann alle möglichen Krankheiten behandelt hat. Da bin ich erstmal auch gespannt hier, weil, ja, muss die Studenten halt zufriedenstellen, die wahrscheinlich vernünftig durch ihr Unileben führen, um irgendwie Punkte zu generieren. Aber das werden wir alles sehen, wenn wir jetzt ein neues Spiel starten. Einfach mal belanglose 10 noch am Ende reinmachen. Vom Spiel. Oh, wir haben keine Trailer-Szenen mehr und der Song ist noch nicht vorbei. Ach, mal einfach so irgendwelche 10 rein. Willkommen in Two Point Country. Ich bin Albert Crank, dein ganz persönlicher Berater und Helfer. Du hast vielleicht keine Erfahrung als Campusverwalter, aber die Leute am Freshley Country College geben dir nur zu gerne eine Chance. Keine Ahnung, was du über sie was das über sie aussagt, aber hey. Ab nach Freshley, Mad Dows und gründe dein akademisches Imperium. Dieses College auf dem Lande zeichnet sich durch niedrige Erwartungen und einen schönen Kanal aus, der ideale Ort, um deine Karriere zu starten. Piep, 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 piep. Danke, Nitamira, für dein Prime-Sub. Man macht nicht einfach so eine Universität auf, wie ein Sparkonto oder ein Glas saure Gurken. Jede achtbare akademische Institution wurde vor langer Zeit von Monoken und Fezhüten tragenden Würdenträgern gegründet. Die Welt ist eine Schöpfung der Vergangenheit. Wir sollten einfach alles am Laufen halten und versuchen, nichts kaputt zu machen. Danke, Nonkonform, für die Bits. Willkommen in Freshlight Meadows, wo sich das Leben in einem langsameren Takt bewegt und die Erwartungen bodenständig sind. Diese ländliche Gegend von Two Point ist der perfekte Ort, um deine Karriere zu starten. Lerne die Grundlagen, erlaube dir Anfängerfehler und wenn du am Boden liegst, steh mit einem Lächeln wieder auf. Studieninfo Forschologie. Häufige Fragen. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. Willkommen auf dem Campus. Bevor du damit anfangen kannst, Genies in Serie zu produzieren, musst du erst die Grundlagen der Campusverwaltung lernen. Versuche die Kamera zu bewegen. Neigen. Zoomen. Rauszoomen. Reinzoomen. Alles geschafft. Guten Abend, Experte. Unser Campus wird eine Forschologie-Studiengang anbieten. Beginnen wir daher mit dem Bau eines Wissenschaftslabors. Danke für die ganzen Resubs und Subs und Bits gerade. Wir haben Hyped Brain. Dass sowas immer am Anfang des Streams sein muss. Studiengebühren sind teuer. Bildung ist
unbezahlbar. Achso, dann bestätigen oben. Stellen wir nun einen Dozenten für unsere erste Forschungologie-Vorlesung ein. Drei Geschmäckle. Was ohne Boden, kriegt ständig Hunger, lässt Müll fallen, hat in einem Krankenhaus mal gearbeitet. Hat aber eine gute Kompetenz für Lehrlinge. Wir haben jetzt alles, was wir für unseren Forschologiestudiengang benötigen. Wenn du bereit bist, wähle Folgejahr starten, um unsere neuen Erstsemester willkommen zu heißen. Achtung! Erst einschreiben, dann studieren. Das Interface hat sich weiter nach oben geschoben, ich muss mich bewegen. Die Studierenden treffen auf dem Campus ein. Bist du nervös? Warum bin ich nervös? Hier Radio Campus, der Sender für Studis, von Studis, mit Studis und so weiter. Heute gibt's eine Mega-Sendung für euch, die manchen vielleicht nicht gefallen wird, aber was ist euer Problem? Jetzt gibt's erstmal Qualitätsradio auf die Ohren, direkt von der Basis. Die Einschreibung ist jetzt offen für Forschologie. Das Studienjahr beginnt. Ich hoffe, ihr habt alle genug Stifte. Sieh das an, die Studierenden besuchen gerade ihre allererste Vorlesung. Während sie einfach im Unigelände rumrennen. Wer weiß, was da alles passiert. Beim Studieren sammeln deine Studierenden Erfahrungspunkte, kurz ERF, was wiederum ihre akademische Stufe erhöht. Es sieht so aus, wenn sie Minecraft-Cubes herstellen. Geschafft, die Studierenden haben ihre erste Vorlesung bestanden. Leider haben sie sich nicht besonders gut geschlagen. Es scheint, dass viele vom ein oder anderen Bedürfnis abgelenkt wurden. Studierende, deren Bedürfnisse erfüllt sind, sind zufriedener und weniger abgelenkt und können sich demnach voller Freude und Enthusiasmus auf ihre Studien konzentrieren. Grundbedürfnisse wie Durst und Toilettenkomfort wirken sich auf die Gesamtzufriedenheit der Studierenden aus. Zufriedene Studierende zeigen in Vorlesungen bessere Leistungen und sammeln mehr Erfahrung. Werfen wir einen Blick auf unsere Studierende, um zu sehen, wie wir den Campus verbessern können. Um einen einladenden Campus zu schaffen, muss für dreierlei Dinge gesorgt sein. Studierende brauchen Orte, um sich zu entspannen, um sich auszuruhen und um sich zu erleichtern. Zwei davon sind eigentlich das gleiche, aber das heißt nun mal, aller guten Dinge sind drei. Lass uns einen Schlafsaal und eine Toilette bauen, um für den nötigen Komfort zu sorgen. Irgendwie reden wir hier fast jeden Tag über Jasmine Odyssey. Manche von euch glauben bestimmt schon, dass mir ihre zugängliche, zum Mitwippen einladende Popmucke tatsächlich gefällt. Tja, leider weit gefehlt, Leute.
Allerdings muss ich zugeben, dass Sie am Anfang Ihrer Karriere tatsächlich mal eine interessante Scheibe mit dem Titel Mistkäfersause rausgehauen hat. Wahrscheinlich habt ihr nie davon gehört, aber es lohnt sich echt, die seltenen und miserabel produzierten Demos online auszugraben. Moment, war ich ein Schlafsaal, wo mehrere drin sitzen können? Unkonventionelle und, wie ich finde, sträflich unterbewertete Musik. Achtung, wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten. Ah, ein Batch stellt mindestens 5 Studierende zufrieden. Also brauche ich nur 2 Betten im Schlafsaal. Also irgendwie ist die automatisch festgelegte Steuerung nicht ganz richtig. Wie man gerade gesehen hat, ist Drehen WW in der Anzeige. Das kann ja nicht stimmen. Was ist das für eine dämliche Idee? Mir ist auch schon aufgefallen, auf A müsste die Kamera sich nach links bewegen und da passiert nichts. A ist nicht belegt. Durchsichtiges Wandviereck. Das Personal wird gebeten, inspirierend zu sein. Lass mich doch mal genau die Sachen anklicken. Gucken wir einfach mal. Geil, A kann man gar nicht nehmen. Irgendwie will er meine Taste A nicht haben. Ich denke mal nicht, dass es an der Tastatur liegen wird. Zeit für eine Buchrezension. Maggie erzählt uns gleich alles über die neue Biografie von Jasmine Odyssey. Wird garantiert lustig. Studenten träumen vielleicht noch von einem eigenen Bett, aber sie teilen es gerne mit ein paar Freunden. Ja, wenn jeder einen eigenen Schlafsaal bräuchte, müssen wir das Ding auch riesengroß bauen. Ich habe Jasmine meine Odyssee gelesen. Ein fantastisches Buch für jeden, der das Gefühl hat, sie schon seit Ewigkeiten zu kennen. Ihr erfahrt darin alles darüber, wie es so ist, sie selbst zu sein, aus ihrer Feder und der ihrer super talentierten Ghostwriter. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Und eine Scheiße, haben sie es erst verschoben und dann haben sie sich einen Bug reinprogrammiert, dass du irgendwie Sachen nicht drehen kannst. Das ist aber bitter zum Release direkt. Neues Zimmer freigeschaltet, Duschraum.
Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Fragen. Wenn es nach den Studierenden ginge, würden wir vermutlich alle in unserem eigenen Dreck leben. Aber zum Glück haben sie in dieser Angelegenheit so gut wie nichts zu melden. Stellen sie einen Hausmeister ein. Und einen Abfalleimer auf, damit alles schön sauber und ordentlich bleibt. Warum soll ich einen schlechten Hausmeister einstellen, wenn ich einen guten einstellen kann? Ein Pissoir? Nein, weil das natürlich, wie es in Zukunft wahrscheinlich in Deutschland auch sein wird, eine Toilette für alle sein wird. Sehen wir mal, wie die Studierenden sich in der nächsten Folge machen. Hübscher Kittis, der auch benutzt, hat der Löcher erst benutzt. Hat sogar noch Laborflecken hier drauf. Beziehungsweise da ist noch Blut vom Labor früher, wo ich Laborpraktikum hatte. Weil ich dann früher, weil ich dumm war, nicht wusste, wie ich am besten die Blutflecken rauskriege. Schrödingers Katze. Wenn du ein Laborpraktikum machst, machst du ja deine Laborutensilien noch selbst. Zum Beispiel biegst du auch Glas. Und deshalb hat eigentlich jeder im ersten Semester irgendwann mal geblutet. Wenn er nicht aufpasst. Stolze Tradition. Und nun haben wir diese Tradition in Karton verpackt. Leicht zu kochen. Nein, nicht jeder. Aber ein paar Schnittverletzungen gab es schon. Du weißt nicht, was drin ist, aber es ist definitiv im Karton. Hm, genau wie bei Muttern. Erinnerung an alle Studierenden. Nach dem Studium geht es nur bergab. Temperaturkomfort. Guck mal, diese Studierenden sehen schon viel schlauer aus. Je besser sie sich schlagen, desto größer dein Budget für den Campus. Schlaue Sache, was? Glasverbiegen haben wir im Mikrobiologie-Praktikum gemacht bei uns. Ja, du erhältst Studiengebühren von allen Studierenden, die sich am Campus in Studiengängen eingeschrieben haben. Somit, so wie ein Bonus für die Menge an Erb, die sie sammeln. Also Erfahrung. Ich weiß nicht, warum sie in Texten nicht einfach Erfahrung ausgeschrieben haben. Man weiß so eh, was es ist. Die Bedürfnisse der Studierenden zu erfüllen, ist eine von mehreren Möglichkeiten zur Verbesserung von Noten. In den nächsten Schritten steht etwas Lernarbeit an. Glücklicherweise haben die Studierenden gerade ihre ersten Aufgaben erhalten. Aufgaben bieten ihnen eine Möglichkeit, außerhalb des Hörsaals Erf zu sammeln. Es sieht aber danach aus, als bräuchten sie neue Einrichtungen. Öffne den Posteingang und sieh, was sie benötigen. Bibliothek. Bestimmt eine Stelle einen Mitarbeiter vom Tippassistent ein. Interface ist auch echt groß geworden. Marvin Styles. Steht da eine Blase. Hui!
Soll der Rechner von dem sein, das riesige Ding? Nee, das ist die Bücherrückgabe. Achtung, Sicherheitslücke. Bitte ändert eure Passwörter. Sehen wir mal, wie die Leute sich jetzt in der Vorlesung machen. Ich liebe Fleisch und ich liebe Hexer. Aber heißt das auch automatisch, dass ich den Haxenhexer liebe? Nicht unbedingt. Moderne Games sind irgendwie viel zu komplex und das nervt mich total. Ihnen fehlt einfach der Charme und der Fokus von Vintage Games wie CJ Spotter, der feuerspeiende Otter. Da gab's bloß zwei Aktionen, springen und niesen. Und ich lege mich hier knallhart fest, besser wurde in einem Videogame nie mehr genießt. Was ist das, was knallt und stinkt? Bildung ist nicht erstattungsfähig. Warum habe ich eigentlich das Gefühl, dass es in Two Point Hospital die Steuerung einfacher von der Hand ging? Jetzt ohne, dass jetzt ein paar Hotkeys überhaupt nicht funktionieren. Aber irgendwie kleben die Sachen ganz komisch an den Wänden dran. Das wirkt auch komisch, ne? Dass wenn du an ein auswählbares Objekt wie die Wand hier rangehst, dass das Lichtfenster kommt. Dass da was Anwählbares ist. Und dann gehst du drüber, dann ist das weg. Du siehst die Ränder vom Objekt eigentlich so. Das ist aber komischerweise nur bei Fenstern und bei nichts anderem. Studierenden haben sich von drittklassigen Trotteln zu durchschnittlich guten Eierköpfen entwickelt. Fassen wir doch mal zusammen, wie dir dieses Kunststück gelungen ist, ja? A und O der Campusverwaltung. Bilden, stelle besseres Personal und Einrichtungen bereit, um die Noten der Studierenden zu verbessern. Ernährung, sorge dafür, dass sich die Studierenden wohlfühlen, um ihre Lernkurve zu erhöhen. Verdiene mehr Geld, indem du deinen Campus vergrößerst und mehr Studenten anlockst. Erinnerung an alle Studierenden. Ich bin nicht eure Mutter. Campuszufriedenheiten, Campusstufen, wie viel Prozent bestehen und der Gewinn. Glückwunsch, du hast für das Erreichen der Ziele etwas Kudos verdient. Verwende dein schwer verdientes Kudosch, um neue Objekte, Personaloutfits und Innenausstattungsobjekte freizuschalten. Liebestrompete. Gute alte Personalzimmer.
Ich möchte gerne den Teppich machen, damit wir hier auf 3 Kronen kommen. Häufiger Frage, bist du Single? Was bitte? Wunsch nach Aufenthaltsraum. Wunsch nach Baumbank. Hier drin ist eine Fliege. Mein Gott, ist das ein hässliches Ding. Da würde ich mich niemals hinsetzen. Nicht mehr mit einer Liebenden. Achso, die hat gefragt wegen, sollen wir Freunde werden? Nein. Pflegehinweis. Pflanzen brauchen Wasser. Schon vergessen? Wahrscheinlich, weil es nicht um Freundschaft geht dabei. Das regt mich schon auf. Harrison Wolf auf Two Point Radio. Seht ihr, die Schnittkante passt gar nicht. Mein innerer Monk explodiert. Ich bin Harrison Wolf und ich bin wie immer hier bei Radio Two Point, um aus dem Nähkästchen des Kartis zu plaudern. Ich bin besonders gut ausgeschlafen, also wird es heute richtig munter zugehen. Wenn du nicht weißt, wo deine Vorlesung ist, willst du dann überhaupt hin? Wir wollen eine Liebesbank haben. An die Verwaltung, bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. Die Bibliothek benötigt einen Assistenten, weil der andere wahrscheinlich gerade Pause macht. Und ich brauche wahrscheinlich einen weiteren Dozenten. Hervorragende Körperhygiene. Ich habe übrigens Verlust gemacht. Oh, ist ja schön. Wie viel Energie haben die Leute? Wie wohlgenährt sind sie? Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Wir dringen müssen auf Klo. Welchen Wert haben die Räume? Oh, warum seid ihr denn nicht unterhalten? Achso, wir haben ja auch vorher gar keine großartige Unterhaltung gehabt, weil wir ja noch nicht mal einen Kickertisch hatten.
Münztelefon. Ich möchte meine Eltern gerne anrufen. Münztelefon ist Gang runter. Das Personal wird gebeten, sich um die Studierenden zu scheren. Wissenschaftslabor der dritten Stufe. Live-Musik ist wie frisches Obst und Gemüse, Leute. Es ist um Meilen besser als das Zeug aus der Dose. Und wenn man die Chance hat, sollte man sich so viel davon reinstopfen wie nur möglich. Das gehört zum gesunden Leben einfach dazu. Man kann nie zu viel des Guten haben. Schließlich ist es was Gutes. Als Kind habe ich mich immer direkt neben die Lautsprecher gestellt, bis ich nichts mehr hören konnte. So wusste ich immer, wann ich genug Musik gehabt hatte. Di-di-di-di. Gespräche auf dem Campus, bitte. Und ich habe schon Aufgaben abgeschlossen. Deshalb werden jetzt auch keine neuen mehr kommen. Ich glaube, jetzt ist aber auch neu, dass man ganze Räume verschieben kann immer, ne? Ah nee, das kommt man glaube ich auch schon vorher. Das ist Zimmeranpassung, das sind Boden und Wände. Zimmervorlagen speichern, Zimmer holen. Ja, das ist das ganze Zimmer zum Beispiel bewegen. Ja, der verkauft mal das Münztelefon. Ups. Ist doch ganz schön, dass die jetzt so reagieren auf die, wenn du was verkaufst in der Nähe oder was hinsetzt. Dann erschrecken die sich davor. Und steht natürlich nächste Zeit bevor. Eine Zeit, die regnerisch, schwül und feucht ist. Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber vor dem Unkraut wird es sicher gefallen. Unkraut beeinträchtigt die Attraktivität des Campus. Kann aber von Hausmeister entfernt werden. Einen Schluck Wasser. Danke. Bam, bam, bam. Karriereziele. Ach, das, die sind übergreifend. Über die Karten wahrscheinlich. Die beschleunigen mal, weil ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Außer Aufgaben, die vielleicht auftauchen. Und dass mir gezeigt wird, da ich Verlust mache zurzeit mit den Arbeitern. Häufige Fragen. Nein, das Hühnchen sollte innen nicht rosa sein. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Nur, falls ihr es nicht bemerkt habt. Als ich früher noch alleine Kickers immer gespielt habe. Glückwunsch, du hast das Studienjahr gemeistert. Sehen wir uns jetzt die Jahresendebelohnung an, um herauszufinden, wie wir uns geschlagen haben. Ich muss noch weiter drücken. 100% haben bestanden. Hui! Keiner ist verwiesen, keiner hat abgebrochen. Ha,
Perfekte Universität. Die Jahresendwertung gibt es jetzt. Die Sommerpause ist die perfekte Zeit, um dich auf das bevorstehende Jahr vorzubereiten. Baue Einrichtungen, gib viel zu viel Geld mit Dekorationen aus und sonne dich im Ruhm des vergangenen Jahres. Erweitern wir unser Studienangebot um den Studiengang virtuelle Normalität. Aber manchmal muss man einfach jemandem ans Bein pinkeln. Uns haben sie damals in der Schule die Kartoffelbrei-Dienstage gestrichen. Also habe ich meinen Hund, das Schulmaskottchen, als sein Revier markieren lassen. Alles halb so wild, aber die Nachricht war klar. Ich sehe schon, es gibt keinen guten Platz. Sinniert mal drüber nach, werte Studierende. Lasst euch nicht den Kartoffelbrei nehmen. Brauchen wir VR-Labor, virtuelle Normalität, qualifizierte Mitarbeiter. Fähigkeitsgrad Mittel. Studierende sollten zumindest so tun, als hörten sie zu. Ich setze mich mal hier oben hin. Aber selbst da verdecke ich irgendwas. Entwickler haben nicht daran gedacht, dass irgendjemand dieses Spiel streamen könnte. Demnächst wird sich eine weitere Gruppe Studierende anschließen. Es ist wichtig, dass wir mit unserem stetig wachsenden Studierendenschaft Schritt halten. Auf ein neues Grundstück für das zweite Jahr auf dem Campus. Wie zum Beispiel das hier. Weg mit dir, Sportfeld. Keiner braucht dich. Auch ein ganz schöner Unterschied zu Two Point Hospital. Wo, sag ich mal, die Räumlichkeiten schon fertig waren und hast ein bisschen Müll rausgeholt. Jetzt baust du das ganze Feld halt auf. Keine Hausaufgaben fressen. Hinweis: Der Campus hat sich gerade vergrößert. Aber vor dem Start eines neuen Jahres, ob du alle Campus-Anforderungen erfüllt hast. Natürlich nicht. Überlege dir, mehr Hausmeister einzustellen. Habe ich doch auch erst. Brauchen wir Vorlesungszeit 2. Studentensortiment. Aufklappbare Pizza. Füllt den Magen, aber nicht den Schrank. Oh ja. Crumleys aufklappbare Pizza nimmt nur den Bruchteil des Platzes einer normalen Tiefkühlpizza ein. Aber einmal aufgeklappt, ist es eine ganze Pizza. Genau wie bei Muttern. Ich habe die Stimme im Hintergrund erkannt. Das war die Stimme von Patrick Star. Keinen Einfluss nehmen auf die Fenster im Hintergrund? Nee. Unbeaufsichtigt.
unbeaufsichtigte Sandwiches werden gegessen von mir. Dozent für virtuelle Normalität muss der Dia-Projektor nicht freischalten. Ach, die sind hier so. Hallo, ist ein Studiengang für virtuelle Normalität. Da wird alles noch per Hand gezeichnet. Da kann ich sehen, ich kriege da auch 10 neue Studierende. Die müssen ja auch irgendwo schlafen. Also wissen wir schon, was wir 2 weitere Betten brauchen. Irgendwie ist eigentlich kein Abstandhalter für die Betten. Ach komm, ihr könnt euch nachts gegenseitig gegen den Kopf schlagen. Denk mal, wenn du drüber baust, werden die Fenster entfernt. Ach, oder ich klicke drauf, wenn ich gerade nicht am Bauen bin. Ach, wer braucht schon Licht, ey? Da gucken immer nur doofe Leute von draußen nach drinnen, will doch keiner sehen. Und Umgebung. Wie schön. Gleich geht's weiter mit noch mehr tollem Radio, garniert mit trügerischen Werbebotschaften. Studierende werden gebeten, an 2 Orten gleichzeitig zu sein. Oh, schön mit der Erweiterung des Raums. Weil der ist nämlich einfach voll, der Aufenthaltsraum, und also erweitere ich den nochmal. Aber eine Tür noch in die andere Richtung. Dartscheibe nicht vergessen. Hatte ich nicht schon eine gesetzt irgendwo? Ah ja, nur für Angestellte. Was bedeutet dieses Symbol jetzt? Warum ist die Zimmerkapazität nur 10? Anzahl der Tische zu tun, der Sitzplätze. Nö, es bleibt auch 10. Da hat es vielleicht was mit der Größe zu tun. Wir starten einfach mal das Jahr. Die Einschreibung ist jetzt offen für virtuelle Normalität. Das Studienjahr beginnt. Ich hoffe, ihr habt alle genug Stifte. Hm.
Wer schon länger einschaltet, wird wissen, dass wer ich verschiedene Hobbys und Interessen habe. Aber Joggen gehört da eindeutig nicht dazu. Ich meine, man rennt da im Kreis, immer und immer wieder. Ob nun im Stadion oder im Park. Und das soll befriedigend sein? Wenn ihr mich fragt, ist das nur eine weitere Masche, mit der Big Business uns gefügig machen will. Mich kriegt ihr nicht. Ich bleib sitzen. Studienanfänger sollten einen. Warum ist da eine Bombe im Schrank? Kein Druck. Und warum wollen 5 Leute in den Schrank gucken? 5 Leute wollen diesen Schrank öffnen. Was stimmt mit diesen Menschen nicht? Oh, guck mal, ein Schrank. Aber dieses Objekt ja kein Gameplay-Effekt hat. Und sie stellen sich einfach in Reihe und Glied auf, um da reinzugucken. Verstehe ich nicht. Es ist der Schrank nach Narnia. Dann bekommt ihr noch mehr Schrecke, wenn euch das wichtig ist. Häufige Fragen. Ja, wir testen euch. Das gute alte Bananenkostüm. Computerkabine benötigt, Schriftgutarchiv benötigt, Lehrbuchkabine benötigt. Kann man nicht machen mit dem Rosengarten. Und dafür werden wir die Bibliothek umsetzen müssen. Und auch vergrößern. Neue Tür. Bauen wir ein bisschen dran. Ja, das ist korrekt. Ein Bett ist für 5 Studierende. Das habe ich jetzt 4 Betten, weil wir jetzt 20 Studierende haben. Du siehst ja am Anfang des Jahres, wie viele Leute du einstellst. Beziehungsweise kommen. Keiner braucht Fenster. Bungle wird von der Presse ja immer sehr gelobt. Aber ich finde es einfach ungesund, wenn etwas so derart positiv bewertet wird. Davon jucken mir die Augenbrauen. Klar, wir haben Bungle einige technologische Fortschritte zu verdanken. Und manche von euch würden nicht ohne ihre automatischen Toilettenpapierspender leben wollen. Aber ich komme auch so auf der Toilette bestens klar. Vielen Dank auch. Ich komme auch gut auf Toilette klar. Wobei die Anschaffung von einem Kackschemel fand ich gut. Sehr hilfreiche Sache. Studierende werden gebeten, sich großartig zu amüsieren.
spinne Poster. Aber wo kann ich denn einsehen, was für Notenschnitt ich habe in den unterschiedlichen Fächern? Okay, das sind die Karriereziele. Campusstufe 6. Dies ist eine Testdurchsage. Wiederhole eine Testdurchsage. War der erste Stern. Aber ihr wisst ja, wir machen wenn schon 3 Sterne. Café-Kiosk freigeschaltet und Wahlbrunnen. Das muss furchtbar spannend für sie sein. Die Bewohner von Freshley haben jetzt noch etwas, worauf sie stolz sein können. Neben ihrem Kanal. Bravo, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Da stand gerade ein Reiter mit Noten. Ach, du meinst in der, in der Vergleichsgeschichte. Ja, aber hier hast du ja nur die durchschnittliche Notenaufteilung. Das hast du hier uns zum Beispiel mit B+. Hier kann ich die generellen Noten der Einzelnen sehen. Harte Arbeit zahlt sich aus, manchmal aber auch nicht. Gesundheit, Getränke, Unterhaltung. Es kommen jedes Jahr ja 10 neue Studenten. Also pro Studiengang. Also habe ich ja eigentlich letztendlich 30 Studenten nach 3 Jahren für jeden Studiengang. Also brauche ich eigentlich 6 Betten. Damit ich am Ende alle unterhalten kann bei mir. In Ordnung, das war's von mir. Ich wünsche euch allen noch einen astreinen Abend. Hoffentlich wird die ständige Furcht vor Alien-Entführungen, Revolutionen und natürlichen Katastrophen euch nicht davon abhalten, den Rest des Tages entspannt zu genießen. Hoffentlich gibt es ein nächstes Mal. Häufige Fragen. Nein, ich habe keinen entlaufenden Frosch gesehen. Keine Schuhe, kein Hemd, kein Springen. Liebesbeziehungen für Liebespaare. Drei Studenten gleich 6 Betten. Ich will auch auf die Uni. Wir haben halt Schichtdienst bei Betten. Teilweise sind hier Sachen, die sind so hässlich. Das tut einfach weh. Studierende werden gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. Die 150.000, Campusstufe 9, durchschnittliche Schlafzeitwertung von 70%, 10, erfüllt 10 persönliche Ziele. Eine Gruppe angehender Studierender interessiert sich für die virtuelle Normalität und möchte den Campus besuchen. Ja, dann kommt doch vorbei. Muss da jemand drin arbeiten? Hotdog-Kiosk. Ja, da benötigen wir einen Assistenten, der darin arbeitet. Erinnerung an alle Studierenden. Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Das haben wir bei uns an der Uni auch immer vergessen. Ja, guck mal, die sind alle Fans von mir, die haben alle eine Krone.
Nee, das sind die VIP, das sind Studierende, die sich das angucken wollen. Geil, schläfst erstmal, kommt der Hausmeister und fegt mit der Drahtbürste dein Bett, beziehungsweise dein Schlafzimmer Achtung, durch. Sicherheitslücke, bitte ändert eure Passwörter. Der hat eine Wertung von 75%. Den anderen Schlafsaal müssen wir noch ein bisschen pimpen. Objekte, die übrigens, also gleiche Objekte zu legen, ist so wie bei Two Point Hospital. Die sind dann schwächer in der, also im Prestigewert, den sie geben. Häufige Fragen. Nein, wir werden keine Freunde. Das heißt, sieht aus, wenn er ein Toilettenproblem hat. Kann eine Toilette einfach kopieren, ne? Ja. Harte Arbeit zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Juhu! Wie geht's deinem Hund? Der schläft, dem geht's gut. Curtis Country. Tolle Arbeit. Freshly Meadows verfügt nun über eine erstklassige akademische Einrichtung. Ruf im Pausenmenü die Karte auf und entscheide dich, wo du als nächstes dein Lager aufschlagen willst. Nein. So, du willst einen Kaffeekiosk und du willst eine halbrunde Bank haben. Bitte, ist das nicht toll? Du hast eine halbrunde Bank bekommen. Hallo? Sorry. Ihr hört Radio Campus mit Maggie Whatmore. Ich weiß jetzt seit 5 Minuten, dass ich die heutige Show moderiere. Aber okay. Du gehst mir jetzt schon auf die Nerven. Ich habe zwar noch nie eine Show ohne Notizen gemacht, aber das stört mich nicht im geringsten. Häufige Fragen. Ja, wir testen euch. Macht Menschen glücklich. Wir machen immer noch Gewinn jeden Monat. Gibt viel zu tun für Hausmeister, also stellen wir einfach noch einen ein. Ist alles gut. Ob ihr euch gerade verliebt. Studierende werden gebeten, sich großartig zu amüsieren.
Da ganz vorne. Das ist aber teuer. Ich bin einfach faul und kopiere die Dinger gerade. Weil zeigt mir generell an, dass die voll sind. Ist okay. Kann ich mir nicht leisten, kann ich mir auch nicht leisten. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Blöpp. 100 Forschungsstudenten aufgestiegen. Bei der nächsten Story geht's wohl um einen Schuppen. Mehr weiß ich auch nicht. Die Details erzählt uns gleich Hugh. Das hatte ich ja kopiert. Okay, wir sollten bei der Dusche bauen. Und Waschräume haben wir. Allerdings, der Schuppen des Obergärtners scheint sich über Nacht um etwa 2 oder 3 Meter bewegt zu haben. Ein großer Schock. Schließlich handelt es sich um ein unbelebtes Objekt. Ein Mitglied des Personals sagte, dies sei womöglich das Sonderbarste, was in ganz Flemington je passiert ist. Die Theorien zur Ursache des Phänomens reichten von verzaubertem Holz bis zu tektonischer Verschiebung. Doch hat sich mittlerweile eine örtliche Studentenbewegung zu der Tat bekannt und folgende Stellungnahme abgegeben. Wir haben das Ding einfach versetzt. Ist ja nicht so schwer. Wir können es auch wieder zurückbewegen. Maggie, zurück zu dir. Erinnerung an alle Studierenden. Ich bin nicht eure Mutter. Juhu! Verbessere einen Studiengang auf Stufe 4. In Vorlesungsnoten mit Stufe A, mit Note A. Ja, Durchschnittszufriedenheit ist hoch genug. Weil ich hier gezwungen bin, diesen Kitsch zu machen. Erinnerung an alle Studierenden. Manche Noten solltet ihr persönlich nehmen. Alles gut, wir setzen ja einen neuen.
Kinder werden gebeten, sich selbst zu finden. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Nur, falls ihr es nicht bemerkt habt. Upsala. So, Wissenschaftslabor Stufe 5. Also ich gehe mit meinem Hund so 4-5 Kilometer am Tag. Vor allem, weil es jetzt im Moment zu heiß wäre für was, für mehr. Sollte man mit Freunden studieren oder sie um jeden Preis ignorieren? Das haben wir uns alle schon mal gefragt. Wanda hat die Antwort für uns. So. 80% Prüfungsdurchschnitt und alle sind durchgekommen. Yeah! Beliebtster Campus überhaupt, Campus des Jahres. Alle bleiben im Studium. Letzte Woche habe ich euch geraten, euch einen Lernpartner zu suchen, um aus Lesezeit Freundezeit zu machen. Klang eigentlich wie ein No-Brainer. Tja, leider falsch. Meine Mitbewohnerin hat sich eine tolle Gedächtnisstütze für mich ausgedacht, die leider so effektiv war. Achso, du kannst den Studiengang upgraden und dann kannst du mehr Studierende aufnehmen. Meine Salamander nächtlich. Was jetzt? Sorry, Jessie, aber ich lerne jetzt wieder allein. Schade. Ein weiteres VR-Labor, aber ich habe doch gar keinen Platz für den ganzen Scheiß. Das Studienjahr beginnt bald. War da nicht was, das wir mal machen wollten? Das Studienjahr ist vorbei. Alle Studierenden müssen genau, haut ab. Forschungsdozenten. Gibt ja eh keine Auswahl. Jahresendwertung gibt es jetzt. Sei nicht so gemein. Die müssen wir mal eben nach da oben bewegen. Alles gut, passt schon so. An die Verwaltung, bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. Da war das Blurb-Ding, das brauchen wir gegenüber. Ich habe ja vorhin aus Versehen, nicht aus Versehen, sondern wir haben das Ding ja abgerissen. Ich will so Cracker kaufen. Verstehe den Studiengangspunkt, in dem du deinen Campus... Ach so! Er meint das hier. Das muss auf Stufe 4. Studium. Trottel. Sozialleben. Loser. Sport. Das ist mir gar nicht so einfach, weil ich die ganze Zeit hier Sachen doof aufgebaut habe. Es gibt nur einen Weg, alles zu erreichen. Mach es mit Jumbo. Jumbo University. Dein Leben im Großformat.
Studierende werden gebeten, keine Fragen zu stellen. Wir haben heute einen weiteren Vorlesungssaal auch noch. Boah. Nee, das andere VR-Labor muss anders aussehen. Stufe 10. Folgejahr starten. Der Stundenplan ist jetzt verfügbar. Plant euer Leben entsprechend. Achtung, erst einschreiben, dann studieren. Ist das aber ganz viel Krimskrams, was man so. Was man einfach so nebenher noch als Aufgaben reinkriegt. Ich finde eigentlich ganz schlimm, diese Zwischenaufgaben für Objekte setzen, wenn die sich was wünschen. Mein Problem finde ich da, dein Campus sieht einfach aus wie Sau irgendwann, weil du diese ganzen Bedürfnisse erfüllt hast. Wie halt die Liebesbänke, die halt hässlich sind. Brauchen wir auch 100 Kudosch? Habe ich nicht. Radio Campus sagt für heute Tschüss. Mein Tag ist aber noch nicht vorbei. Ich muss in der Bibo noch meinen Essay fertig schreiben, beziehungsweise erstmal damit anfangen. Dauert bestimmt die ganze Nacht. Aber ihr hört mich morgen definitiv wieder. Außer ich schlafe im Archiv ein. Ach, die Zufriedenheitswertung fällt. Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Wollen wir die Leute erstmal durchbringen. Studiengebühren werden womöglich zum Finanzieren von Personalboni genutzt. Das hat generell was damit zu tun, dass die die Aufteilsräume so voll sind. Oder das hat was damit zu tun, dass ich zu wenig Hausmeister habe. Es sieht nämlich alles sehr dreckig aus hier. Wir entschuldigen uns für den Müll, den ihr. Oh, das war ich.
Dank vieler Mülleimer seid ihr als Campus Stufe 11. Ich weiß, was du willst, das können wir dir aber nicht erfüllen. Also das kriegen wir hin. Freizeit ist eine Illusion. Experimentalstation. Guten Abend, Feinherr. Ich weiß, dass der es braucht, aber ich hab's halt nicht. Besucher sollten angemeldet und anschließend sofort entfernt werden. Okay, du hast ein Problem wegen Essen und Trinken und bist deshalb nicht zufrieden. Aber das können wir ja ändern. Relativ einfach. Indem wir weitere Essens- und Trinkenautomaten aufstellen. Und sofort überrannt werden. Eigentlich, dass die im Aufenthaltsraum auch essen können, aber die Küche scheint einfach nur Schau zu sein. Häufige Fragen. Nein, das Hühnchen sollte innen nicht rosa sein. Doch, sie können da essen. Ja, meines Erachtens haben sie es aber nicht viel benutzt. Du brauchst noch mindestens einen Assistenten. Mein Gott, er wird nur wegen dem Bild rausgeschmissen. Nein, sie sind gefeuert. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich dachte, dass das funktioniert. Ich hab den getauscht gegen besseren. Keine unerlaubten Gespräche auf dem Campus, bitte. Hyperlila, das neue Ultraviolett. Harrison Wolf auf Two Point Radio. Rahmenkiosk. Glückwunsch, ihr habt mich gefunden. Den Wolfmann, Harrison Wolf, mit der unverblümten Wahrheit, direkt ausgestrahlt von einem geheimen Standort hier bei Radio Two Point. Crazy Taxi. Bald wird es Zeit für richtig radikale Gedanken. Murmelpendel benötigt. Aber erstmal habe ich etwas mehrfach durchgekaute Popmusik. Ich habe doch für die ganzen Forschungssachen gar keinen Platz. Weil ich die alle nicht freischalten sollen. Alles klar? Alles klar. Wenn ihr das hört, trinkt einen Schluck Wasser. Danke.
Warum stirbt hier eigentlich keiner? Warum der Schlafer? Okay, der war gerade nur vorübergehend komplett voll. Belohnung einsammeln, da ist sogar noch was. Verdiene 1000 Kudosch und bekommst dann 50 Kudosch geschenkt. Karriereziel Geld auch einsammeln. So, jetzt können wir auch mal das Bücherregal in der virtuellen Realität auch setzen. So, 10 Vorlesungen mit Stufe A. Dann können wir einen Studiengang auf die nächsthöhere Stufe machen und dann sollten wir die 3 Sterne haben. Aber es dauert schon gefühlt länger als früher bei Top Point Hospital, weil du einfach gezwungen bist, das Jahr abzuwarten. Liebesbeziehung, Karriere ab. Entwickle 25 neue Liebesbeziehungen. Ja, wenn man sich mit so wenigen Studenten, mit so vielen Studenten so wenige Betten teilt, ist das klar. Aber in der nächsten Stage muss ich schon ganz anders aufbauen. Das mir jetzt am Ende einfach ein bisschen leicht gemacht. Lasst uns über die Nachrichten reden. Nachrichten sind wie Kaffeesatz oder Sternbilder oder ein einzelner Handschuh auf einem Zaunpfahl. Man muss zwischen den Zeilen lesen. Wenn ich also sage, in Hogsport ist in der kommenden Woche mit leichten Überflutungen zu rechnen, was meine ich dann wirklich damit? Denk mal darüber nach. Plan ein Event über den Zimmerinspektor. Fördere mit Beziehungsobjekten Freundschaft und Liebesbeziehungen unter deinen Studierenden. Nee, sollen ja studieren. Und nicht einfach hier Freundschaften bilden. So ein Unsinn. Okay, da fehlt noch Weiterbildung. Da zeigt er mir an, wie die Events geplant sind, welche Mitarbeiter wo eingesetzt werden, wo die Studierenden sind. Und da ist nämlich auch das mit den Events. Aber die werden dann wahrscheinlich erst später kommen. Ja, auch bei den teuren Kiosks ein, ihr reichen Gören. Gemüsekiosk.
Ja, keiner wollen. Achtung! Wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten. Und ich würde mir schon wünschen, dass man das Spiel noch schneller machen könnte. Dass ich auch einfach schon die Achillesferse des Konzeptes vom Spiel. Wie ich sehe, reitet Jumbo McNally. Jedenfalls jetzt zum Anfang, weil du ja. Der Großkotz. Dein Jahr beginnt halt. Wollte, würde ich nicht. Da kannst du halt höchstens Aufgaben erfüllen für Leute, aber sonst läuft ja der restliche Rahmen, muss ja gegeben sein. Das sag ich euch kostenlos. Nicht wie in der Jumbo University. Da kriegt ihr nämlich nichts kostenlos, aber alles umsonst. Das war natürlich bei Two Point Hospital, fand ich schon besser. Weil du einfach, du wirst mit neuen Krankheiten konfrontiert und dann kommen die halt mit dem Verlauf des Spiels. Und du musst dich halt darauf einstellen und die Leute heilen, bevor sie sterben. Während du halt hier in der Sommerpause deinen Campus so veränderst, dass du hoffst, dass es läuft. Und eigentlich während des Studienjahres halt nur noch die Sachen erfüllen musst, zur Zeit. Man muss ja auch gucken, was mit den Events dann noch passiert. Ah, Clubs. Kein Grund zur Sorge. Kommt ja dann auch noch. Die Beziehung der Leute. Was ohne Bohnen kriegt ständig Hunger. Während 137%. Studiengebühren, Gesamtschulden. Abschlüsse. Das Studienjahr ist nun vorbei. Da laufen die Leute, die jetzt den Abschluss hatten. Ah gut, ich muss das nur noch auf 4 machen, dann ist Ende. Dann muss ich das nächste Jahr gar nicht starten. Juhu! Wären wir hier nicht in Two Point County, dann würden wir dem Umstand, dass jemand seinen Job mit so viel Schwung und Elan macht, vermutlich nicht so überschwänglich feiern. Aber wir sind nun mal, wo wir sind. Speichern verlassen.